Reaction Hugo können wir gucken. Komm, wir gehen rein. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Wir können Robinson. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall rein jetzt. Robinson. Ich krieg flaschenweise Fanpost. Moin, moin und rein da. Er kriegt flaschenweise Kacke zu Meine schicken. Frage wäre, ob du auch noch irgendwelche versteckten Talente hast. Gute Frage. Guck in Stream. Ich schaue. Digga. Nee. Ich konnte das mal als Kind, aber Bruder... Wie macht man das denn? Wie geht das? Wie macht er das? Das frage ich mich auch gerade. Scheiß drauf. Badiger! Yeah. Ja, okay, Bruder, okay. Er rotzt einfach auf seinen Tisch. Was macht er da? Wie groß soll seine Blase werden, Bruder? Man macht das mit ein bisschen Speichel, mit ein bisschen. Er hat einfach... Hä? Ey, bitte nicht. Bin ich hier? Hä? Da ist ein Kühlschrank. Ah! Drück mal. Zieh mal. Ich auch. Ich denke, unser Pfand... Bruder, was war das für ein ehrenloser Jumpscare auch? Jumpscare. Oha. Ja, ist das normal? Oh, dann. Ich sag euch ehrlich, immer wenn ich jetzt so Phasmophobia sehe und die Leute spielen das ohne VR, dann denke ich mir so, ach, hello. Komm, spiel mal weiter dein Kinderspiel. Leute, ist kein 144-Spiel. Töte den Bär, das ist so wichtig. Schon cringe. Ja, ich denke mir so, Bruder. Das ist noch was komplett anderes in VR. Echt? Ja, Leder. Ich spiele das auch nicht in VR. Seitdem ich die VR-Brille habe, habe ich, glaube ich, nicht einmal mehr normal Phasmo gespielt. Immer nur in VR. Aber ich glaube, da kommt hier nicht hoch. Wo ist denn der Hai? Das ist halt nochmal was komplett anderes. Aber wenn man es nicht vorher weiß, dann schockt das auch schon ohne. Alter, das ist so schlecht programmiert. Wie kommt der da hoch? Oh, wir können auch demnächst einen Chai machen, Jungs. Einen dicken Chai. Soll ich euch was sagen? Der Clip ist locker 2 Wochen her. Und diese Yum-Yum-Packungen, die sind original noch in dieser Position, liegen die da noch. Aber das Wasser ist schon getrocknet wieder, weil die Sonne immer draufballert. Also die liegen wirklich original so. Und die Küche ist auch noch sauber, ein bisschen. Hier ist, glaube ich, jetzt ein Topf, wo ich Hühnersuppe drin gemacht habe gestern. Und ja, zeig auf gar keinen Fall. Ja, gut, wir machen das aber auf jeden Fall. Aber mir gefällt das noch nicht so ganz. Demnächst, Leute. Sachen, die im Dreamhack-Schweden einfach Sinn machen. Teil 1. Irgendein gammliger Gamer, der gerade streamt und kacke ist. Welcher Platz bist du? Was? Ich bin 59. Oh mein Gott. Sie sagt nur... Oh mein Gott, alles auseinandergenommen. Mal hallo. Hallo. Seid ihr schon da? Ja, jetzt machen wir Planschi. Heute wird geplanscht. Wir haben hier... Boah, Digga, Füße, alle direkt... Weil alle hier Batzis Füße liegen, Screenshot. Bruder, Batzis Füße sehen aus wie die Füße von The Forest, von diesem Typen, den man in der Höhle einfach trifft. Diesem Muschi-Klaus. So sehen seine Füße aus, Bruder. Von diesem riesigen Mutant. Kennt ihr das? ASMR Füße? Boah, Bruder. Hey, das ist aber übertrieben alt, oder nicht? Hat der wieder aus seinem alten Setup gestreamt? Nein, das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach schon älter. Okay. Oh, ja. Stellst du dir vor, wie ich dir einen Foodjob gebe, du dreckige Sau? Ja, Bruder, hätte doch sein... Der hat die Wohnung auch nicht mehr. Ja, ich hab kurz nicht nachgedacht. Chill doch mal. Als wäre das so abwegig, dass er eine Zweitwohnung hat, vielleicht, wo er auch da mal streamt für Nostalgie. Hä, wie krass ist das eigentlich? Voll geil. Einfach so, du hast 2 Orte und dann kannst du einfach aus einem anderen Ort nochmal streamen, so wo du angefangen hast zu streamen. So einfach für diese Nostalgie, um das zu halten. Ja, komm, lösch dich einfach, scheiß drauf. Jedes Mal, wenn ich anschalte bei Rohat, Bruder, kriegt der Dings hier, kriegt der Cock in Valorant. Ha 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 ha!
Und jedes Mal, wenn ich seine Insta-Story sehe, ist eine Sache mehr bei ihm kaputt. Erstmal sein Mikrofon, dann irgendwann mal seine Kamera, dann hat er irgendwas mal über seinen PC geschüttet. Sein Tisch ist kurz davor einzubrechen, Bruder, in der Mitte durchzureißen wie die Titanic, Bruder. Ist sein PC einfach, nicht sein PC, sein Tisch kurz davor, Bruder, weil er durchgehend auf die gleiche Stelle haut. Sein Tisch hält auch nicht mehr lange. Ganz anders, Bruder, wirklich, ganz, ganz anders. Huch, Volleyball-Game, weil ich deine Volleyball-Mutter in Volleyball-Arsch... weil ich deine Huch, Volleyball-Mutter in Volleyball-Arsch... Hä? Bruder, er streamt mit einem PS4-Headset. Oder Controller, glaube ich, ne? Chat, was sagt ihr zu meinem Mikrofon? Was ist das? Wenigstens wie ist das wie stellt man sowas an? Wie? Digga, ich schwöre, es kann nicht sein. Keine schwachsinnige Fragen, der fragt mich, hast du Kontakt zu deiner Mutter? Du und ich hab Kontakt zu deiner Mutter auch. Grüß deine Mom von mir, ne? Mach ich. Von mir auch. Mama, Grüße von Trimax. Digga, ich hab auch letztens ein Bild gesehen von Farid, wie er das erste Mal Garage ist. Nein, steig ein, los, los. Nein, warum steigt der nicht ein? 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 Mann! Warum steigt der nicht ein, Alter, wenn ich F drücke? Was ist das für ein da bei hier? Warum steigt der nicht ein? Mann, Alter! Warum steigt der nicht ein, Chat? Warum steigt der nicht ein? Ich bin Max. Bist du leider nicht, ne? Doch, er hört dich. Max, liebe Grüße, es tut mir leid, dass... Er wurde dafür gebannt. Niemals wurde er dafür gebannt, Bruder. Man weiß doch, dass er einfach nur ein bisschen Rage hat, als ob der für sowas gebannt wird. Du mit so einem Mut deinen Urlaub gehen musst, ehrlich. Normalerweise musst du nicht bezahlen, Dominik. Ist doch so, oder? Du hast eigentlich was dran, Chefstrom. Was sagst du dazu? Cool. Das ist einfach nur cool. Danke, Mama. Bitte, hab dich auch lieb. Cool. Ich wollte gerade sagen, als ob die Farid bannen, Bruder. Das macht gar keinen Sinn. Wild. Every night in my... Ein Schiff gerade, was über seinen Stirn fällt. Oha, 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 was ist denn da los? Hä? Bruder, wohnen die irgendwie in... wohnen die Maxlo, Bruder? Wo wohnen die? Mal den Nachbarn ein bisschen eskalieren. Haben die Rohat als Nachbar? Vielen Dank für jedes Abo, für jedes... Also tatsächlich, ich glaube, Steuern zahlen macht niemand von uns. 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Digga, das war eh am geilsten. Och nee, Bruder. Ach, scheiß drauf. Gegen, die Leute können nicht mal meinen Namen schreiben. Guck mal, das, also wirklich keiner von den Leuten, die hatet, die haten, wirklich keiner von den Leuten, die haten, die können nicht mal meinen Namen schreiben. Nicht einer hat meinen Namen bis jetzt richtig geschrieben. Gigant wird gesippt. Sorry, Hugo, für deine Watchtime. Aber da bist du selber dran schuld. Ey, das war der krasseste. Das war der krasseste, Bruder. In Gottes Namen, ich flehe dich an, keine Gigant-Clips mehr zu benutzen. Der Mann saugt jegliche Freude aus meinem Körper. Ja! Aber jetzt sag mal auf Ernst, ist er ein. Guck mal, dieser Peach hier, guck mal, wie er das noch supportet. Anstatt dass er mir Rücken gibt. Egal, wenigstens habe ich Rücken von der Community. Ich küsse eure Herzen, weil meine Freunde hier, die machen das ja nicht.
Die kriegen es ja nicht hin, mich zu supporten und Rücken zu geben. Der tritt noch weiter drauf. Das Liebe für Stream Freude. Krasses Fortnite, krasser Fortnite-Haarschnitt. Wirklich, krasser Fortnite-Haarschnitt. Haarschnitt. So unlustig wieder, wirklich. Ich hab's gut. Krasser Fortschnitt. Ach, Digga. She's like begging, begging you. But then all of them are begging. I'm begging you. Speed. Ja, wie gefällt dir das Tor? Gutes Tor, oder? Wie gefällt dir das Tor? Gutes Tor, oder? Bruder, egal wie oft ich das sehe, es ist einfach gut. Geiles Deutsch, Bruder. Geiles Deutsch, Bruder! Geiles Deutsch, Bruder! Ja? Die sieht aus wie er. In weiblich, ich schwöre. Schau einfach auf sein Instagram, findest du sofort. Das ist auch so dumm. Man fängt mit seinen Kollegen an, über was zu lachen, was voll unlustig ist, aber einfach nur wegen dem Lachen, weil sich das so hochstapelt die ganze Zeit, wird es dann einfach irgendwann mal zu einem Lachlöcher. So, Gustav. Oder die haben diese E-Zigarette auseinandergenommen. Die haben diese E-Zigaretten auseinandergenommen. Die Leute der Grundschule, die nehmen das schon so in die Tupperbox, in die Frühstücksbox, wird das schon mit reingepackt, neben Äpfel und Käsebrot. Ja, danke dir für den Zweier. Weil das alle smoken, Digga. Aber es ist halt trotzdem noch immer. Lieber ein Jahr Amerika oder ein Jahr Rack. Und jetzt ab raus in die Sonne und macht was für den Sommer wie Onkel Monte. Dinger so Schmutz. Ja, das Ding ist, das ist ja nichts Neues. Das gab's ja schon vor 4-5 Jahren oder so. Aber ja. Du hast das doch auch geraucht, oder? Ich hatte mal früher so eine. Das war so eine Vape, ja. Und das war nicht sowas, das war ja so eine Vape. Aber keine Ahnung, die ist wahrscheinlich kaputt gegangen irgendwann. Ich habe die vor lange nicht mehr benutzt. Ey, aber sowas würde ich auch gern haben. So ein Stepper. Ist das ein Stepper oder ist das ein Fahrrad? Ein Jahr Amerika oder ein Jahr Rack. Und jetzt abreißen. Ein Jahr Rack. Die Sonne und macht was für den. Das ist Fahrrad. CrossFit ist das. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Sommer wie Onkel Mann. Ich hab das hier gesehen und das sah für mich aus wie ein Stepper kurz. Ja. Auch geil. Aber Stepper ist, glaube ich, entspannter. Fahrrad geht komplett drauf. Und Fahrrad frisst dich irgendwann einfach in deinen Arsch rein, Bruder, dieser Sitz, wenn das kein Babasitz ist. Ey, diese scheiß Bots hier, Bruder, die sind wirklich ganz, ganz schlimm, Alter. Wisst ihr, was mich am meisten schockiert? Guck mal, eigentlich voll das Ehrenkommentar. Aber hier hat einer geschrieben, gibt zum Beispiel ein Video, ich weiß, ich muss darauf eigentlich nicht eingehen, aber mich schockiert einfach, dass das trotzdem 15 Leute geliked haben. Gibt zum Beispiel ein Video von einem Mädchen, das darum bittet, dass man auf etwas nicht mehr reagiert und sie in Ruhe lässt, weil sie halt, glaube ich, gemobbt wird. Allein schon dieses, weil sie halt, glaube ich, gemobbt wird. Und Gigant hat sich da weiter drüber lustig gemacht über sie. Warum hat sowas 15 Likes, Bruder? Das ist einfach eine dreiste Lüge. Sowas ist einfach eine dreiste Lüge. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Ken touched es. Also, es ist halt einfach ein Lügenkommentar von so einem Peach hier, der einfach irgendwas, sagen will. So. Also halt einfach sich irgendwas auf Krampf aus dem Arsch ziehen. Ich habe da auch drunter kommentiert, aber das hat wahrscheinlich keiner gesehen. So, ich wollte ihm das einfach nur sagen. Am besten war der hier. Vor allem, ich bin der Letzte, Bruder. Ich bin der Letzte, der sowas nicht runternehmen würde, weißt du? Oder dann einfach das lässt. So, ich würde sofort dann sagen, okay, scheiß drauf, dann react ich nicht mehr drauf. Und wenn du willst, so, ich würde sogar ein komplettes Video runternehmen. Ich scheiß dann aufs Geld, Digga, wenn jemand gemobbt wird, als ob ich dann das weiter supporte, so. Lass die reden. Ja, klar, ich weiß auch, guck mal, es kann jeder Vollidiot irgendeine Scheiße behaupten. Ich wollte es nur einmal sagen, weil es halt, wie gesagt, 15 Leute aus... Guck mal, das sind halt... Ein Idiot hat das geschrieben und 15 Idioten liken das halt einfach, obwohl es... So, hä? So einfach, weiß ich nicht warum, ohne Sinn einfach. Es ist halt nie passiert.
Und wenn es passiert sein soll, dann soll man mir das zeigen. Aber ein Kommentar, Bruder. Oh mein Gott, ich bin so abgebrochen. Warte. Um einen Grund zu nennen. Weil der sich voll fühlt, denkt, der hätte was drauf im Bereich Musik. Und das nur, weil der wie so ein Alpha-Kevin ins Mikrofon yellt. Bro, die Leute denken, ich habe mich für diesen No-Sense-Song auf Ernst ins Studio gesetzt und habe aufgenommen dafür. Ich glaube, die kennen nicht den Originalclip, wie ich einfach in der GTA-Lobby drin bin und einfach irgendwas mache. Es ist wirklich so schlecht. Das kannst du echt keinem erzählen, Bruder. Im Studio bei Achim, im GTA. Ja, ich bin in GTA-Studio reingegangen. Kann man dich buchen für Toplines? Ey, Bruder, ich will das gar nicht sagen. Bitte lass gar nicht drüber reden. Was geht, Manu? Ey, lass nicht drüber reden, Leute. Ich schreibe demnächst Toplines für ein paar große Rapper. Irgendwann kann ich vielleicht drüber reden, aber jetzt erstmal nichts. Jetzt erstmal nicht. Nichts kann er halt. Ja, ist doch, guck mal, ich nehme eh alles mit Humor. Leute, ich nehme alles mit Humor. Ihr kennt mich. Ich kann gut über mich selber lachen. Ich kann über alles lachen, so. Aber bei so Lügen ist halt Kacke, so. Weißt du, weil das ist halt scheiße, wenn das jemand glaubt. Und wenn das hier einfach so, wenn das einfach steht. So, es ist halt einfach eine Lüge, so. Das ist halt einfach nur irgendwas aus dem Arsch ziehen, um irgendwas Negatives über mich zu sagen. Auch hier Kuss an die ganzen Shababs, die Rücken geben.